Tief im Westen Hamburgs, mitten im Forstrevier Klövensteen, erstreckt sich das Naturschutzgebiet Schnakenmoor. Die Moor- und Heidelandschaft ist ein beliebtes Ausflugsziel für die Hamburgerinnen und Hamburger. Als Naherholungsgebiet wird sie vor allem am Wochenende gern für Spaziergänge, zum Joggen, zum Reiten und zum Radfahren genutzt. Die Herausforderung dabei? Auch künftig soll im Schnakenmoor Naturerleben möglich sein und zugleich die wertvolle Flora und Fauna geschont und erhalten werden. Um beides in Einklang zu bringen, hat sich das Naturschutzgroßprojekt Natürlich Hamburg der Fläche angenommen. Zusammen mit dem Bezirksamt Altona hat das Naturschutzgroßprojekt Natürlich Hamburg im Schnakenmoor ein zukunftsgewandtes Konzept umgesetzt, bei dem es darum geht, sowohl die Belange von Natur als auch des Menschen zu beachten. Das Besondere daran ist, dass die Natur dem Menschen näher gebracht wird und gleichzeitig dadurch geschützt wird. Seit 2021 gibt es im Schnakenmoor neue Besucherplattformen und Wanderwege. Neue Bänke laden zum Verweilen ein. Informationstafeln erläutern Interessierten die Besonderheiten des Gebietes. Unser Ziel war es, die Natur den Besuchenden erlebbar zu machen und ihnen gleichzeitig das Schützenswerte hier zu zeigen. Mit der neuen Infrastruktur wollen wir den Respekt und das Verständnis der Besuchenden für die wilden Tier- und Pflanzenarten steigern. Von den Aussichtsplattformen im Zentrum des Gebietes können große und kleine Naturentdecker und Entdeckerinnen nun die Flora und Fauna bestaunen. Mit etwas Glück entdeckt man sogar die größten Besucher des Schnakenmoors, Kraniche, die im Sommer gut versteckt im Moor brüten und im Flug unüberhörbar sind. Auch digital ist das Schnakenmoor nun zu entdecken. Mit der kostenfreien Natürlich Hamburg-App kann man einer geführten Wanderroute folgen oder mit Kindern zu einer Schnitzeljagd aufbrechen. Das Schnakenmoor war ein Pilotprojekt für Natürlich Hamburg. Und wir werden innerhalb der Umsetzungsphase in den nächsten 10 Jahren sehr viele weitere ökologische Maßnahmen in den Hamburger Naturschutzgebieten und Grünanlagen umsetzen. Und immer mit dem Ziel, Naturschutz und Naturgenuss zusammenzudenken. Natürlich Hamburg. Für Naturerlebnisse in der Stadt.